nochmal herzlich willkommen. Ne? Ich hoffe, bis jetzt hat es euch Spaß gemacht. Wir machen Saudanz, Schlachterfest. Da haben wir gestern die Sau geschlachtet. Ihr seht, es ist ja ein richtig fettes Ding. Nur mal kurz auch zur Info. Also wenn man so die konventionelle Schweine kauft, die die Supermärkte und so weiter verarbeiten, das sind Schweine, die sind so 4,5 Monate alt erst. Ein Schwein, das 4 Monate alt ist in der Natur, das ist im Prinzip ein Teenie. Der wiegt, sagen wir mal, so 36, 38, 40 Kilo, ne? Aber keine 120. Und das kommt halt, weil die Viecher, die dürfen halt nicht auslaufen. Ne? Die hocken ganz eng zusammen. Dann werden die meistens im Dunkeln gehalten. Also 24 Stunden ist stockdunkel. Und es wird so 5 bis 6 Mal am Tag das Licht angeschalten, weil wenn das Licht dann angeht, sagen die dann, oh, es ist Sonne, die Sonne geht auf, wir müssen fressen. Und somit fressen die 5, 6, 7 Mal sich richtig fett voll. Natürlich kriegen die auch ein Powerfutter, ne? Ich vergleiche das immer im Bodybuilder-Futter. Und deswegen werden die so schnell fett. Das ist so ähnlich, wenn wir Männer jetzt uns auf die Couch hocken, 4 Monate und mit jeden Tag eine Kiste Bier und essen Chips. Ne? Dann haben wir auch 50 Kilo mehr drauf. Und da muss man sich halt überlegen, will man sowas kaufen und will man sowas essen? Weil es ist respektlos gegenüber dem Tier. Und es passiert Folgendes. In 4 Monaten kann das Fleisch keine natürliche Bindung bringen. Das heißt, wir haben Eiweiß drin, wir haben Wasser drin, wir haben Fett drin und Knochen und Sehnen und so weiter, Kollagen. Und in 4 Monaten kann das Schwein vom normalen Aufwachsen keine Bindung in das Fleisch geben. Deswegen müssen die Metzger in der Wurstindustrie so viel Bindemittel mit reingeben. Ja? Und es kommt, ist euch vielleicht auch dem einen oder anderen mal passiert, man hat mal so einen Schnitzel gehabt, hat es in die Pfanne gehauen und dann ist es so klein geworden. Das kommt, weil das Fleisch einfach noch nicht fertig ist. Es ist noch nicht reif, weil das Wasser geht weg. Und da muss man sich halt überlegen. Aber ihr habt es ja heute Morgen gesehen und wir haben hier anständige Schweine, die dürfen hier rumlaufen und die dürfen auch fett werden. Ne? Laut modernster Studie, in den 80er Jahren haben wir alle Aerobic gemacht, ne? Hippie, Hoppie und so weiter. Und man hat nur Salat gegessen und so weiter. Man hat gesagt, ja, kein Fett, kein Dings. Mittlerweile sind sie draufgekommen, dass tierisches Fett gut ist. Es hat viele Vitamine, es hat Eisen und so weiter und so fort. Das, was wir auch brauchen. Da ist natürlich auch wieder an jeden, kann er sich entscheiden. Wenn ich jetzt jeden Tag Schweinshaxe esse, dann ist das auch nicht gut. Ne? Sondern wenn man ab und zu mal ein schönes Kotelett isst, wo schön Fett drauf ist, warum nicht? Man isst ja auch Krammelschmalz oder sowas in der Art. Frage mich, versteht jeder, oder? Ja, gut. Ja, und wir halbieren die jetzt. Das wird ein bisschen, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Und dann tue ich eine Seite euch komplett zerlegen. Ich gehe auch ein bisschen in die Beef-Sache, in die Rindersache. Weil es gibt bei so einer schönen Sau gibt es ganz, ganz viele Teile, die es beim Schwein eigentlich nicht gibt. Jeder, der vielleicht schon mal ein Buch angeguckt hat, ich sag da, wir sind modern, wir sind neu. Wenn ich so eine Sau habe, dann gibt es da auch einen Tafelspitz, dann gibt es da auch ein Bürgermeisterstück und so weiter. Und warum soll ich das nur vom Rind oder vom Kalb nehmen? Ich kann es auch von der Sau nehmen. Und wir machen dann jetzt, ich mache die Grobzerlegung und so weiter. Ihr schaut zu, der Peter hilft mir. Und dann lege ich alle Teile hier hin, könnt auch fotografieren, könnt mich fragen und so weiter. Wir machen das ganz in Ruhe, weil wir sind hier nicht auf dem Schlachthof. Und dass ihr mitkriegt. Ihr habt gesehen, also wir haben das gestern richtig, so wie man es früher gemacht hat, haben wir das geschlachtet und in einem Holztrog mit Brühe, mit Wasser und so weiter abgekratzt. Ihr habt die Viecher gesehen, das sind Magalitzer-Viecher und die haben sehr viele Haare. Deswegen haben wir auch die Füße und zum Teil den Kopf nicht ganz sauber gekriegt, aber das behandeln wir dann nach. Und es sind natürlich auch Borsten. Die werden alle nur weggeflammt, bevor wir das Gericht jetzt machen würden oder so, dann kratzen wir die natürlich runter. Aber es ist eine Mordsarbeit. Natürlich, wenn man so einen Brühapparat hat, wo das Wasser immer 80, 90 Grad hat und man lässt es so poltern, dann kriegt man natürlich alles weg. Aber wie gesagt, wir machen das so wie vor 100 Jahren und so ist es halt nun mal. Ne? So, ihr seht ein ganzes Tier. Das ganze Tier besteht im Prinzip aus 3 Teilen in der Grobzerlegung. Das ist das
ich erzähle auch immer, also so, ihr müsst das auch, ihr könnt das alles auf Kalb und Rind auch rüberbringen. Ne? Ich weiß, ihr habt ein paar andere Schnittformen wie wir, aber deswegen ist auch der Peter da. Ich mache das jetzt so, wie ich es mache. Und wenn ihr zu dem Stück Vögel sagt oder das oder dies, dann ist es so. Ne? Wir haben das Vorderviertel hier im Prinzip, nennt man das. Und dann haben wir eigentlich das Hinterviertel, also wenn es halbiert ist nachher. Ne? Und dann im Vorderviertel haben wir natürlich den Hals, den Nacken. Beim Rind haben wir das Entrecot, das Côte de Bœuf drin. Ne? Dann haben wir die Schulter, da haben wir die Haxen drin, da haben wir dann ganz verschiedene Sachen. Schäufele ist im Baden, das zeige ich euch nachher auch. Das wird gepökelt und mit Sauerkraut gekocht. Schäufele deswegen, weil da ist das Schulterblatt drin. Ne? Die Spitzbeinchen, die habt ihr vorhin gerade gegessen, aber nicht so haarig, glaube ich. Das ist einfach so ein Beinchen kochen. Dann klein schneiden mit dem Fond, das hat so viel Kollagen drin, ein bisschen Senfsaat, Gewürze, Pfeffer, Salz, Senf, was ihr wollt, reingeben. Und dann einfach in Alufolie und Folie rollen und über Nacht auskühlen lassen. Dann könnt ihr so Taler schneiden, backen, panieren, backen und so weiter. Ne? Dann haben wir das mittlere Stück, da ist der Bauch drin, das Wammel und natürlich das Kotelett und das Filet. Und in der Keule entweder Schinken, und da haben wir ja ganz viele Sachen. Da haben wir die Oberschale drin für Schnitzel, da haben wir das Ricando drin, da haben wir das Bürgermeisterstück. Gibt es beim Schwein eigentlich nicht, aber ich zeige euch das, weil das könnt ihr kurz braten. Und solche tolle Sachen drin. Und wenn man jetzt mal so sieht, ne, ich schneide es ja nachher, wenn es halbiert ist, dieses Stück hier, hier ist das Filet drin. Dieses Stück hier, 30, 28 Zentimeter, so dick. Das ist das, wo man also vor 20 Jahren die Welt drauf gesponnen ist. Ich will nur Filet essen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich esse nur Filet und was zum Rest? Das ist nichts, oder was? Und so bescheuert sind die Leute. Ich würde sagen, wir halbieren das jetzt mal, weil dann können wir dann loslegen. Schön wäre es, wenn es höher wäre und so weiter, oder wir hätten eine Säge. Aber wir machen das rustikal. Wir sägen es erstmal oben an. Und dann probieren wir es. Dass wir es hacken. Genau. So, und jetzt gucken wir, dass wir es vielleicht mit der Axt und mit dem Hammer runterkriegen. Das ist das Einzige, was ihr von mir hinten seht. Der Rest mache ich alles vorne nachher. So. Ja, bist gut. Gut drin. Das wird schwierig werden. Aber. Jo. Ich glaube, ich sehe es, weil das ist. Ja, super. Ja, ich komme da zu schräg raus. Ja. Ein befreundeter Bauer von uns hat gesagt, ob wir uns nicht gleich die elektrische Säge mitnehmen wollen. Wir haben gesagt, nein, wir wollen das nicht wie in der Industrie einfach machen. Es ging halt viel schneller und viel besser und viel Ding. Aber das ist halt das Handwerk dahinter und da stehen wir alle zwei drauf. So ist das halt. Also mir ist nicht kalt. Sägen ist besser. Was ganz kurz? Hä? Ich fall's noch unten an. Oh.
So, probieren wir es mal. Ich muss zumachen. Ja? Da sieht man schon die Schopfbraten links und rechts im Nacken. Schau, Wolfgang, da hast du noch, wenn du willst. Perfekt. Wichtig ist auch, das sieht man gerade, der Wolfgang passt irrsinnig auf, dass er das Goda, also die Wange, nicht zerschneidet und oben nicht den Vorderschinken reinkommt. Ja, noch einmal einhaken, dann kann man es halten. Kippt man nach hinten? Willst du knicken oder willst du was? Probieren wir nach hinten. Ja. Warte, ich schneide da noch. Opa. So. Mit dem Messer in der Hand. Genau. Guck mal vorne. Ja, bitte ganz kurz die Hälfte. Vorne gucken, abschneiden. Hast du? Jo, jetzt ja. Ist er eigentlich nur noch hier, jetzt das Fleisch abschneiden. Jawohl. So. Na? Also Kopf, klar, ich weiß nicht, in Österreich, wir machen Sulz, Schwaben heißt Schwattenwagen, in Bayern heißt Pressack, macht man. Die Fettbacke hier natürlich wegschneiden, macht Peter auch, kann man salzen, selchen, ganz normal, räuchern, Luft trocknen, dann hat man so richtig schönes fettes Stück, ist nur Fett, ne? Original Spaghetti Carbonara kennt ihr alle. Die zugezogenen Italiener seit 100 Jahren machen immer Bacon oder Schinken in die Carbonara, aber original kommt eigentlich die Fettbacke mit rein, ne? Wo da angeschwitzt wird. Dann haben wir die Ohren. Natürlich, man kann alles Hausmacherwurst machen. Die Ohren schneidet man ab, natürlich sauber enthaart. Die kann man ganz weich kochen, im schönen Wurzelsud. Weich kochen, dann rausmachen, in feine Streifen schneiden, dann kann man sie frittieren, dann hat man richtig geile Chips. Oder man kann sie auch mit Sojasauce, Zitronengras, Chili, Ingwer, Pfeffer und was etwas kochen. Und dann wird die ganz weich und man nimmt den Fond mit her und presst es in der Pressform rein. Dann hat man so eine Schweineterrine. Und das Schöne ist, das Knörbelchen innen drin hat zwar einen leichten Biss, ist jetzt nicht butterweich, aber hat einen leichten Biss. Und dann kann man das schneiden, schöne Marinade drauf machen und man hat so eine schöne Vorspeise. Natürlich, wer es mag, wer es nicht mag. Dann haben wir hier, das ist jetzt so eine Fettbacke, seht ihr, die halt jetzt schon gesächt ist und dann wochenlang geräuchert wird und dann wird sie getrocknet. Man hat hier den Rüssel, die Steckdose,
Ist ganz toll. Gut, das Problem ist, dass wir die jetzt mittlerweile nicht mehr im Ganzen, wie wir jetzt hier das heute haben, weil die halbieren ja immer die Sauen. Das kann man auch ganz, ganz toll kochen. Kann man in das Sauerkraut reingeben mit. Oder, was im Sommer ganz toll ist, man kann sie dann auch grillen. Das ist eine ganz herrliche Sache. Wir haben das Kinn ebenfalls, kann man schöne Sülzen draus machen und so weiter. Wir haben in der Backe haben wir das magere Bäckchen, kennt jeder, geschmorte Iberico-Bäckchen und so weiter. Das ist ein schönes Schmorstück, was man essen kann. Dann haben wir das Hirn drin, die Zunge ist natürlich, ist jetzt nicht mehr drin, ist drin, kann man essen. Dann gibt es ein Zahnfleisch im Prinzip. Das ist dieses Haut, was hier ist, das Zahnfleisch. Das, ja, ich erzähle euch alles. Das kann man auch kochen und kann es dann ganz fein schneiden und so ähnlich. Ich weiß nicht, Ochsenmaulsalat, kennt ihr das? Ja. Da kann man so Ochsenmaulsalat draus machen. Ist auch eine super Sache. Und dann gibt es zwei Muskeln. Das ist einmal ein Muskel hier oben drin. Das braucht das Schwein, um die Nase zu bewegen. Ich sage zu dem immer, also ich habe das neu interpretiert, das ist mein Kopfzapfen, also mein Zapfen. Das ist so ein Stück, das ist unglaublich geil, zart. Und hier oben am Ohr, hier hinten ist auch ein Muskel, das nenne ich Nüsschen. Der ist auch so groß, auch butterzart. Und da bin ich eigentlich erst später, ich habe euch heute Morgen erzählt, wie ich da eigentlich 19 Jahre das nicht mehr gehabt habe. Aber wenn wir immer Hausmacherwurst gemacht haben und wir haben den Kessel gehabt und haben das dann rausgeholt, habe ich immer das Zeug weggegessen. Habe mir damals, wo ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, als 15, 16-Jähriger Gedanken gemacht, boah, ist das butterzart und so weiter. Ne? Und dann haben wir natürlich noch die Augen, die, aha, dann sage ich heute nicht, was es zum Essen gibt. Die Augen kann man auch, die Augen, der hat einen Muskel hinten und das Auge selber kann man auch essen. In uns, jetzt sagen wir in Europa, isst man das jetzt weniger. Aber Island ist ganz bekannt, wenn die Lammköpfe backen und so weiter, kriegt der Ehrengast die Augen. Und in den ganzen arabischen Völkern ist es auch so, dass die Kuh, Lamm, Kamel Augen backen und so weiter und auch im Ehrengast geben. Und ich sag mal so, es hört sich jetzt, oh, ein Auge und so weiter. Aber wenn das gekocht ist, ist es nichts anderes wie Kesselfleisch. Es ist butterweich. Und so weiter. Ne? Also das ist der Kopf. Da kann man einiges machen. So, und jetzt gehen wir da an unsere Viertel. Wir tun immer, das Vorderviertel wird immer gezählt. Also 1, 2, 3, 4, 5. Zwischen 5. oder 7. Rippe wird das Vorderviertel abgeschnitten. Das ist das saubere Fleisch und alles, was hinten ist, ist es nicht koscher, weil da die Gedärme sind. Und deswegen schneidet man das an der 6. oder 7. Rippe ab. Und so gesehen hat ein richtiger, wahrer, gläubischer Jude nie das Vergnügen, ein Kotelett zu essen, nie das Vergnügen, ein Schnitzel hinten zu essen und so weiter und so fort. Religionsbedingt. Dafür gibt es ja aus dem Vorderviertel auch das falsche Filet oder das Judenfilet, wie es früher geheißen hat. Ne? Weil das auch ein Stück ist, das man kurz braten kann wie ein Filet, sodass die auch mal wieder was Schönes gehabt haben. So, ich schneide jetzt ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nur, da musst du aufpassen. So. Hast du es? So. Und hier haben wir jetzt das Vorderviertel im Prinzip, wo wir die verschiedenen Teile drin haben. Ich säge jetzt hier runter. So. Viertel ist er, genau. Dann haben wir hier die Brust. Die Natur ist immer schön beim Ausbeinen oder so. Und ich sage immer, ich wäre ein perfekter Chirurg. Auseinanderbringe alles, aber nichts mehr zusammen. Ja. Ja, und ihr seht, deswegen sage ich das, die Natur gibt immer eigentlich vor, das sind so Häutchen. Ne? Und jetzt, wenn man da nachfahrt, dann kann man im Prinzip nichts falsch machen. So. Brust, ganz toll. Ich lege alles da nachher hin.
Man kann es natürlich jetzt sägen, auch als Rips. Man kann die Knochen ganz fein rausmachen und man kann eine Tasche reinfüllen. Warum nicht der Schweinebrust genauso füllen wie der Kalbsbrust? Das geht auch. Oder ich schneide es raus, schneide es mir zu und mache einen Rollbraten mit einem Hack gefüllt oder Pilzen, Schwammel oder was auch immer ihr haben wollt. Ne? Dann haben wir hier der, was ich, der will Grüß Gott sagen. Wie sagt ihr, der Kamm, der Nacken, wo ist er, mein? Ja. Schopf, sagt's. Und wenn er, wer will, also die Sau ist gestern geschlachtet worden, die ist jetzt 24 Stunden und, na warm nicht, aber sie ist jetzt nicht kalt oder so, ne? Also sie hat immer noch so ein warmes Gefühl. Da kommt jetzt das Schulterblatt hier, das liegt hier so drin und kratzen das runter. Ist auch so, ihr werdet das gleich sehen, das ist auch eine nette Geschichte. Wenn ich ausbein, ist immer ein bisschen Fleisch am Knochen. Gibt es eine Geschichte, als ich Metzger gelernt habe, hat man natürlich einen Knochen, der muss ausschauen wie geleckt. Weil der Metzger, der Meister hat natürlich gesagt, hey, das ist mein Fleisch, da kann, mit Knochen kann ich kein Geld verdienen. Als ich mit Metzgerei fertig war und so weiter, dann habe ich Koch gelernt. Und da sagt der Chef zu mir, du, da hängt ein Kalb drin, kannst du das auseinander machen und so weiter. Dann habe ich das natürlich gemacht und jeder Knochen war geleckt. Und dann sagt er, ja, ist schön, ist alles gut geworden, aber das, da ist ein Scheiß gebaut. Das ist wie so ein Scheiß. Ich brauche doch für Suppen und für Soßen und für Fonds brauche ich doch Fleischanteil dran. Ne? Also, das ist immer so eine Geschichte. Deswegen, und da kommt dann das Knörpelchen. Das tun wir dann so abknicken. Und dann können wir im Prinzip den Hals, den Schopf, wie ihr sagt, runterschneiden. Den Speck machen wir nachher auch natürlich runter. Wenn man jetzt zu Hause natürlich so ein Schwein für sich hat, ist man echt ein bisschen überfordert und so weiter. Aber das ist geil. Und ihr seht, es hat zwei Fettschichten hier oben und hier das Weiche. Und das ist, nennt man das kernige Fett und das ist das weiche Fett. Und ich war in Mallorca, kennt vielleicht jeder der eins oder andere, Sobrasadas, sagt euch das was. Und ich habe mit dem Chesk, René heißt der, er hat mir beigebracht, wie man Sobrasada macht. Entschuldigung. Und die nehmen nur vom Rücken und vom Hals nur das kernige Fett, 50%. Und dann kommt die Keule rein, abgeschwartet. Das ist die Wurst, also voll edel. Also das ist keine Abfallwurst oder so weiter. Ne? Und er nimmt nur das kernige Fett mit rein, weil das halt, weil er seine kleinen 800-Gramm-Würste, die bleiben mindestens 8 Monate, Luft trocknet er die. Und die größeren dann länger. Und er macht auch von so einer Sau im Magen, macht er Würste, die wiegen 75 Kilo. Und die lässt er mindestens 5 Jahre reifen. Muss man sich vorstellen, das ist wie ein Winzer. Also bei uns kennt keinen Metzger, der irgendwelche Würste 5 Jahre reifen lässt. Ne? Da haben wir jetzt den Schopf mit Knochen oder ohne Knochen. Schöne Steaks natürlich, ganzen Braten, Schopfbraten und was auch immer und so weiter. Das ist ja super. So, jetzt mache ich mal den Vorderhaxen weg. Den müssen wir natürlich, den werden wir jetzt nicht herrichten. Ihr habt ja das Beinchen schon gegessen. Die werden wir nachbearbeiten und natürlich dementsprechend auch wieder verarbeiten. Ich säge den immer ganz gern ab. Der Knochen geht zwar hier rein, aber wenn man dann verletze ich wieder das Eisbein oder das Haxel. Ja, die Stelze, siehst du, also die lernen heute auch was dazu, das ist super. So, dann haben wir hier die Schulter. In Deutschland wird hier das Schulterblatt abgeschnitten und dann wird das als Schäufele gemacht. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, es wird gepökelt. Und dann wird es mit dem Sauerkraut gekocht, 3 Stunden, 3,5 Stunden. Und dann hat man so gepökeltes Fleisch und das Schäufele deswegen, weil ihr werdet es gleich sehen, der Knochen ja ausschaut wie eine Schaufel. Ne?
Und dann gibt es natürlich verschiedene Teile. Das Interessante immer bei so einer Magaliter-Sau ist, dass die eigentlich nur aus Fett besteht. Das schneidet man hier rein. Und dann hole ich hier auch wieder das Fleisch runter. Kann ich auch so kratzen. Und wenn man jetzt Zeit und Muße hat, oder der eine oder andere hat bei euch zu Hause einen 3-Ager, also Lufttrocknen, dann nennt man das Bugblatt, sage ich jetzt mal. Wenn das jetzt, sagen wir mal, 2-3 Wochen luftgetrocknet wird, also gereift wird, dann könnt ihr das auch kurz braten, wie ein Filet oder so. Auch beim Rind, beim Kalb genau dasselbe. Fledermaus bei uns, gell? Na? Die Fledermaus kommen wir nachher. Die Fledermaus ist beim Hüftknochen. Ja, die Fledermaus. Also, das ist auch ein Kurzbratstück, egal ob es beim Schwein ist oder vom Rind oder so weiter, aber es muss gereift sein. Ja? Ist das das Flat Iron Steak? Ist es das? Nein, das Flat Iron Steak, das schneide ich, wenn du willst, kann es gleich sein. Das ist hier ein Stück. Daneben, okay. Das schneide ich euch, also das geht so runter, das ist jetzt beim Schwein nur so, beim Rind ist es echt ein Stück. Mhm. Das ist das Flat Iron. So, dann mache ich den Knochen hier raus. Wie gesagt, beim Schäufele bleibt er drin. Man löst zuerst den Kopf vor. So, dann mache ich den Knochen hier raus. Wie gesagt, beim Schäufele bleibt er drin. Man löst zuerst den Kopf vor. Und dann zieht man im Prinzip den Knochen so raus. Und dann haben wir hier das Schäufele. Wer will, es gibt Restaurants, auch wieder nachhaltig. Man kann natürlich den auskochen, den würde ich jetzt auch erst auskochen. Dann sägt man hier unten ab und dann habe ich einen Teller im Prinzip. Ja, in einem rustikalen Restaurant oder auch jetzt hier zum Beispiel diese gebackene Schweinshaxe oder Füßchen, die hätte man auch da anrichten können. Ne? Viele sagen, oh, das ist urban und so weiter und so fort, aber ich finde es nicht so urban. Wenn der Knochen schneeweiß ist, kann man den gerne auch verwenden. Manche nehmen den auch zum Tischtennis spielen oder so. Ne? Das kann man natürlich auch machen. So, dann haben wir hier die Haxen. Oder Stelze, wie ihr sagt. Die vordere, ja. Und wenn man das jetzt so auch mal sieht, also ich weiß nicht, wer was ihr beruflich macht. Vielleicht ist ja ein Metzger oder ein Kocher dabei oder was auch immer. Aber die Leute, die vielleicht nie so live dabei waren, es ist halt schon auch Arbeit. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man das nur so, das Haxel. Und dann haben wir hier noch den mittleren Knochen drin. Den machen wir jetzt raus. Und dann haben wir die Schulter im Prinzip soweit schon mal fertig, dass man sie in der Küche herrichten könnte, um Braten, Schmorbraten oder was auch immer zu machen. Ja, Krustenbraten natürlich. Ich würde nie von der Keule einen Krustenbraten machen. Ne? Immer von der Schulter oder vom Bauch ist viel schöner. Wenn einer mal sich wirklich zu Hause rantraut an sowas, bitte nie ohne Stechhandschuhe oder Stechschürze das probieren. Ne? Weil ist auch Mark drin, könnte man genauso wie beim Rind halbieren mit der Säge oder 2 Stunden auf dem Grill und dann mit der Säge halbieren und auslöffeln. Ne? Kann man machen. So, dann haben wir im Prinzip hier die Schulter. Hier drin ist jetzt, aber ich möchte es nicht rausschneiden, weil sonst schneide ich die ganze Schulter mit. Hier, wenn man es hier jetzt reinschneidet, so ungefähr, habe ich dann so viel, ein Stück, das nennt man beim Rind Flat Iron, ist auch zum Kurzbraten da, also es ist ein super Fleisch. Ne? Wir haben hier oben, das ist im Prinzip der Ansatz von der Haxe. Das ist sozusagen, das ist wirklich ein Koch- oder ein Gulaschfleisch. Und weil mit dem kann ich nicht groß was machen. Hier habe ich das Schulterstück drin. Ich zerlege das nämlich so mal für euch alles. Weil da schneiden wir ja nachher auch unser Wurstfleisch raus. So, super Stück.
ist die kleine, die dünne Schulter. Und dann haben wir hier das Schulterblatt. Die ist schon brutal, gell, die Sau. Das ist ja unglaublich, du. So, und da haben wir dann die dicke Schulter, was auch ein super Bratenstück ist. Ragout, Schweinsbraten. Das Schulterscherzel ist im Prinzip das da. Das ist ja das Schulterscherzel. Das hat ja auch beim Rind hat's ja diese Faserung drin. Und wenn ihr ein reifes Schulterscherzel habt, dann könnt man oben den oberen Deckel runterschneiden. Den kannst du auch kurz braten. Ne? Aber ich finde ja auch so ein Schulterbraten, so dieses, ich liebe das ja, das Chili da drin. Ne? Genau. So, da haben wir den Rest. Das, was wir nachher auch krammeln, Speck und so weiter. Wie gesagt, Schulterscherzel, das ist der dicke Bug, den kann man dann hernehmen. Und jetzt habe ich eine Idee. In Berlin gibt es ja, kennt bestimmt auch jeder, das Mettbrötchen. Kennt ihr das? Sollen wir das machen? Dann gebe ich das jetzt in die Küche. Die Jungs sollen das noch abparieren. Dann lassen wir das durch den Wolf. Und dann gibt es einfach mit Salz und Pfeffer gewürzt und ganz viele Zwiebeln drauf. Das machen wir jetzt so zwischendrin, oder? Und wenn jetzt jemand sagt jemand oder denkt jemand, rohes Schweinefleisch kann man nicht essen oder soll man nicht essen? Denkt das von euch jemand? Also bei uns heißt es ja immer, man soll kein Schweinefleisch rosa oder rohe essen und so weiter, weil wegen was? Wegen Trichine und so weiter und so fort. Das hat mit Sicherheit mal gestimmt vor irgendwie 50, 60 Jahren. Aber jedes Schwein wird hier heute so was von untersucht und getestet, wird von jeder Sau wird eine Probe genommen und ins Labor geschickt. Das gibt es einfach nicht mehr. Und in Spanien zum Beispiel, in Iberico, die sind ja Gott sei Dank wieder, also die sind schuld daran, positiv, dass wir wieder ein kleines Comeback mit dem Schwein bekommen, weil jeder hat dann nach dem Iberico geschrien. Ne? Oh, Iberico, Iberico, Iberico. Dabei haben wir Iberico auch hier, ne? Da brauchen wir nicht nach Spanien gehen. Und wenn du da unten in einem Restaurant bist und sagst, du willst ein Kotelett vom Iberico, dann fragen die dich, ja, Medium, Medium Rare oder wie du es haben willst. Ne? Und man kann es auch essen. Und wir wissen ja natürlich auch, das wird jetzt bei der Sau nicht passieren, wenn man oft in den Supermarkt geht oder in den Markt geht und kauft sich da ein Kotelett, die sind immer so furztrocken, die Dinger, ne? Oft so. Oder gebacken, wir tun die auch panieren und backen schön und so weiter. Aber die kannst du nicht essen. Das kommt natürlich auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, mit der Zucht und so weiter, brauchen wir uns bei dem Tier, glaube ich, keine Angst machen. Auch ein gutes Merkmal ist, wenn ihr ein Schwein habt und einen langen Schwanz habt. Ne? Weil daran merkt ihr ja auch, dass es Aktivstall oder freilaufende Schweine waren. Weil in den engen Stallungen, was ich halt vorhin gesagt habe, dann werden die als Baby werden die abgeschnitten, kopiert, damit sie sich nicht aus Langeweile gegenseitig anfressen. Ne? Das ist so. Und das ist ein Merkmal. Wenn du eine Sau siehst, eine hängende Sau siehst, die so einen langen Schwanz hat, das ist schon mal ein Qualitätsplus. Ne? Weil du weißt, die ist nicht zum Schweine-KZ aufgewachsen. Ne? In Deutschland ist es so, dass alle Großstädte, egal von Hamburg, München und so weiter, wie sie alle heißen, gibt es keine Schlachthöfe mehr. Die kriegen alle ihr Fleisch von irgendeinem Zulieferer. Ja? Die wissen zum Teil nicht, was es für Sau ist und so weiter. Die Fettwamme ist das. Und da drin, hier, wenn ich das so zeigen darf, das da, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, bei uns heißt es Phlomen, Nierenfett. Da ist ja die Niere hier drin, hier liegt die Niere, die ist auch ganz fett eingepackt, brauchen wir ja, weil wir haben ja oft, wenn wir uns erkälten. Und das ist eigentlich das, was wir auch zum Schmalz, zum Grammelschmalz und so weiter auslassen und so weiter, was man auch zum Backen nehmen kann und so weiter. Das ist eine super Sache. Das machen wir mal raus. So, das ist fett. Und wenn ihr mal wollt, könnt ihr ruhig dran riechen. Das ist in diesem gekauften Schweine hat man oft das Gefühl, wenn man die Packung auspackt,
Ich sag so, also das riecht so leicht, so sauer, so säuchelig schon immer. Ne? Das ist halt auch, weil die Schweine frisch dann vakuumiert werden und im eigenen Saft drin ist und so weiter. Und jetzt schneide ich euch das Filet raus. Und wenn man, das geht hier oben, ist das Becken. Bei Rinder sieht man das ganz cool. Je enger das Becken ist, je jünger ist das Tier. Und Kühe, die schon viel geworfen haben und so weiter, wird der Knochen, dieses Becken wird immer krummer. Also immer breiter. Und daran kann man auch, am Beckenknochen kann man auch sehen, wie alt ein Tier ist. Ne? Wir schneiden hier oben rein. Da ist der Kopf drin. Das ist das Filet. Und wenn man überlegt, die ganze Menschheit will nur das essen. Und das ist lächerlich einfach. Da muss man einfach mal umdenken. Beim Filet gibt es auch, beim Schwein ist es, kann man auch machen, ist ja Mordsarbeit. Hier ist die Kette dran. Das kriegt man eigentlich in der Regel nicht. Das bis jetzt haben wir ein bisschen auf der anderen Seite dran. Das ist auch ein Stück Fleisch, wenn man das richtig schön appariert, kann man ein kleines Spießchen machen und kurz grillen. Ist auch ganz zart. Und dann nur kurz erzählt, Schweinefilet, klar, Medaillons und so weiter. Beim Rind nur mal zum Verständnis, jetzt stellen wir uns kurz vor, das ist ein Rind. Dann haben wir hier die Rinderspitze, das was die Filetstreifen Stroganoff gibt. Dann haben wir hier ein, zwei, drei kleine Steaks, wo wir runterschneiden, die Steaks Mignon, Minutensteaks. Und dann haben wir das Mittelstück, das wir zu Steaks oder Chateaubriand nehmen können. Und dann haben wir den Kopf, den ist mir lieber als Chateaubriand, weil es ein bisschen durchwachsener ist. Und das macht man entweder, kann man es auch grillen oder auch Filetstreifen machen. Ne? Das Filet. Da haben wir dann jetzt das Kernstück, wie gesagt, Filet ist hier drin, kommt raus. Beim Rind haben wir dann hier diese, im Prinzip die Côte de Bœuf sind im Vorderviertel noch drin. Man macht auch vom Rind, von den ersten drei Rippen, das Tomahawk-Steak. Man kann aber auch hier noch eins, zwei mit hernehmen. Ihr müsst immer sagen, wie es bei euch heißt. Ne? Bei uns ist das hinten ist das Rostbeef. Da macht man auch Koteletts draus oder Rostbraten dann draus. Wir machen da Schweinekotelett draus. Hier hinten kann man Schweinelachs machen oder was. Also kann man ja machen, wie man will. Hier haben wir gestern extra aufgepasst. Na, das ist auch das Schöne, das was die Metzger immer wegschneiden. Das ist das Saumfleisch. Also das Zwergfell sozusagen. Das da bei so einer Sau kann man auch hier das Häutchen abziehen und vorsichtig runter machen. Und ihr seht hier drin schon dieses Fleisch. Das ist beim Rind, aber bei so einer Sau kann man es auch nehmen. Wenn ihr das alles so schön zuputzt auf jeder Seite, könnt ihr das auch kurz braten oder auf den Grill legen. Ist was richtig Geiles, super Schönes. Die Metzger schneiden das immer raus gleich. Die kriegst also, wenn du das Sau heute vom Großmarkt kaufst, sieht die so aus. Ist eigentlich immer schade, aber die hauen das halt alles weg. Ne? So, dann, ihr seht ja den Rücken hier. Ich schneide den jetzt hier runter. Ihr seht ja bei der Margaretta, das ist immer das Herrliche. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn ihr mal den Fleischanteil anguckt von der Sau. Also normalerweise haben wir immer so einen Fleischanteil. Ne? Und so eine Margaretta, also manchmal wundere ich mich, wie die laufen können. Weil wenn du das mal so guckst, da ist ja nichts dran, ne? Außer nur Fett, ne? Und dann haben wir jetzt da unser Kotelett, unser Rücken mit dem Fett natürlich. Und es ist schon, muss ich sagen, eine Wahnsinnssau, oder? Wenn ihr mal überlegt, so ein bisschen Fleischel und dann so viel Fett. Ne? Und ich muss aber auch sagen, dieses Fett da, das kann man auch essen. Also nicht jeden Tag, das wisst ihr. Dann flippen wir mal aus mit dem Cholesterin und so. Aber wenn ihr das dünn schneidet und paniert und rauspackt, das ist herrlich. Das Karree, oder? Ja, das Karree, genau.
Und ich sage auch immer so, ich mache ja so viele so Kurse, wenn die Leute immer jetzt so sagen oder manche aufstehen, oh, so fett, das sieht ja schlimm aus, das kann man nicht essen und so weiter, dann sage ich, wie sieht's denn bei euch aus mit Kobe Beef? Ja, Kobe habe ich auch schon gegessen, ist ja super, Wagyu, bah. Und Kategorie 11 und nur so fett und so weiter. Und dann sage ich, ja, beim Rind wollte er Fett haben und bei der Sau nicht. Und da muss man einfach sagen, einmal oder zweimal im Monat so ein fettes Stück, ist doch herrlich. Und wir machen ja also hier aus dem Bauch, wenn man es richtig nimmt, das sind die Ribs, die Spare Ribs sozusagen, was wir machen. Und wenn man das jetzt raus macht, man schält das ja raus, dann sind das bei uns Schälrippchen. Das man auch pökelt oft und auch mit ins Sauerkraut mit reingibt oder ins Kohl und dann so mitkocht und so weiter, weil das ist ein schön. Kannst du auch, ja. Wie gesagt, so ist der Bauch. Mit dem kannst du eigentlich nur einen Schinken machen, ne? Habt ihr ja vorhin schon probiert und so weiter. Und jetzt stellt er den einfach so ein Jahr weiter, schön geräuchert und so weiter, dann ist das eine herrliche Sache, ne? Hier haben wir natürlich jetzt zum Beispiel das da hier. Also beim Schwein ist es ein bisschen kompliziert wirklich, weil die Teile so klein sind. Beim Rind ist es hier das Flank, das Bavette, Flanksteak drin und so weiter. Dann haben wir das dünne und dann haben wir das Outside-Inside-Skirt, das ist dann hier und wenn ihr jetzt den Bauch umdrehen, das ist auch wieder so ein Lappen. Beim Schwein lohnt sich's nicht so richtig. Aber beim Rind sind es ja solche fette Lappen, was halt aus der amerikanischen Sache kommt. Ich habe heute Morgen schon mal ein paar Leuten gesagt, wir Deutsche haben unsere Schnittformen, die Österreicher haben ein paar Schnittformen mehr, also mehr Teile und die Franzosen haben noch mehr. Also in Europa ist Frankreich so gesehen das Land, wo am meisten irgendwie verarbeitet, dann kommt Österreich, dann kommt Deutschland. Ne? Und Gott sei Dank ist diese Barbecue-Welle zu uns rübergeschwappt, weil die Amis halt das rausgefunden haben, dass in diesem Bauchlappen, also wenn man jetzt hier den Bauch runterschneidet, das, was jetzt hier ist, das haben wir ja nur zum Wursten oder zum Kochen genommen und so weiter. Ne? Und da sind die super, super Cuts drin, was die Amis haben. Und ich finde es mittlerweile toll, dass wir jetzt aus allen schöpfen können. Ja? Und das nehmen wir nur einfach verkochen, sondern wir können da auch ganz, ganz tolle Sachen draus machen. Ne? Ja, wenn ich mir überlege, dass. Ja. Wenn ich mir überlege, dass ein Flank hat vor 10, 12, 14 Jahren bei uns irgendwie 6 Euro gekostet oder so. Und ja, jetzt kostet es auch richtig fett was. Ne? So, und jetzt ist ja eigentlich nicht mehr viel da übrig. Jetzt haben wir noch die Keule. Das ist Schinken, natürlich. Machen wir erstmal den Hoxen weg. Da haben wir natürlich auch ganz tolle Sachen. Wir haben hier das Schwanzel. Oder wie sagt ihr? Kringel oder Ringel? Oder wie sagt ihr? Zum Schwanz. Kann man auch ganz toll zum Koch nehmen. So, und jetzt jeder, der es interessiert, das Fledermausstück. Bei uns heißt es auch Metzgerstück oder Kachelfleisch. Das ist dieses Stück hier oben drin. Das da. Ja. Und wenn ihr jetzt schon seht, es sieht ja so geschwungen aus. Und wenn man die zwei so zusammenlegt, links und rechts, dann sieht es aus wie so eine Fledermaus. Oder wie Kachel oder Metzgerstück. Die Metzger haben sich das früher immer rausgeschnitten, weil das ist ja butterweich, ja, schön durchwachsen. Das haben die sich gleich mal nebenher in die Pfanne gehauen. Beim Schwein ist es natürlich bei so einer Sau schon schön. Sonst sind sie eigentlich sehr klein, diese Fledermausstücke. Lohnt sich so gesehen nicht. Aber wenn man jetzt Gastronomie hat und schneidet sie sich immer raus, und friert die ein, bis man mal 50 Stück hat oder so, dann kann man natürlich auch was Schönes draus kochen. Ne? Schaut, das ist das Fledermausstück. Ne? Ich habe gedacht, durch deine Hand wird es geschnitten, durch deine saubere Klinge. Der Schwanz
Kann man schön kochen, auch in Suppenfleisch machen, wie auch immer. Wen es interessiert, ich war so verrückt in meinem Buch. Ich habe den bis hierher hohl ausgelöst und gefüllt. Könnt ihr machen, mal gucken. Das ist natürlich nicht alltagstauglich. Dann machen wir Endspurt hier. Hier haben wir den Schlossknochen, nennt man den. Das ist das Becken auch. Im Prinzip, hier kommt ja auch der Auspuff raus, also der Enddarm. Der liegt dann hier, weil da ist das Bobbel. Den machen wir auch raus. So, das ist das Schlossknochen hier. So, das Haxel. So, hier. Also wenn ich jetzt so eine fette Sau hätte, dann würde ich ja, das würde ich nicht zum Kochen hernehmen oder so, da würde ich Schinken draus machen, weil es einfach schöner ist und so weiter. Und wenn man dann ein bisschen Fett hat oder so weiter, das sammle ich dann immer alles, auch mit dem Nierenfett und so weiter, und dann mache ich irgendwie alle 3 Monate mal Kammelschmalz und so weiter, ne? Die Richtung. Ich schneide euch jetzt nur das Fett runter, weil sonst sieht man ja überhaupt nicht mehr die Fleischteile. Ne? Ja. Bleibt nicht mehr viel über. Ja, bei der Magalitzer, da ist der Fettanteil ja irgendwie, ich habe immer das Gefühl, 2/3 und der Muskelanteil 1/3. Ne? Aber wenn ihr mal so sieht, wenn man jetzt mal 100, 150, 200 Jahre zurückgehen, da hat man halt dann einmal im Jahr so eine Sau geschlachtet. Da hat man seine Schinken und alles gemacht und man hat aber auch Schmalz gehabt, weil da ist halt kein Supermarkt gewesen, wo man Butter, Margarine oder was kaufen konnte. Und man hat ja gebadert oder Fettwickel oder was auch immer. Also man hat ja alles mit dem gemacht. Das war ganz wichtig. Und das ist jetzt im Prinzip die Keule. Ich mache die jetzt noch den Knochen raus und dann zeige ich euch mal die ganzen Schnittformen, wie es wir machen. Aber ich zeige euch auch gleich mal den Tafelspitz und das Bürgermeisterstück mit. Bürgermeisterstück oder wir haben auch gesagt Pfaffenstück. Also, weil der Bürgermeister und der Pfarrer hat halt immer das Beste gekriegt. Ja, die mussten wir ja immer schmieren. Die Buben, ne? So. Das ist super scharf, du bist ja Fleisch, die sind alle in den Boxen. So. Und jetzt haben wir, jetzt geht es eigentlich ganz schnell. Wir haben hier oben drauf, das ist die Oberschale hier. Viele denken immer, die Oberschale ist. Weil es oben ist hier hinten, ne? Meichelt das Verständnis. Aber die Oberschale ist im Prinzip hier drin. Ne? Das ist die Oberschale. Die machen wir jetzt vorsichtig weg. Das da beim Rind, dieses Stück, heißt bei uns in Deutschland Blume. Ich weiß nicht, ob es das war. Das nimmt man auch als Suppenfleisch dann her. Also weil das halt der Ansatz von der Haxe ist, weil es so schön durchwachsen ist. So. Die Nuss, ja. Die Nuss kommt auch noch. Die Nuss heißt bei uns auch Nuss oder Maus auch zum Teil. So, das ist die Oberschale und da haben wir hier oben natürlich den Oberschalendeckel. Da machen die Schweizer ihr thürisches Geschnetzel, das vom Kalb draus. Ja, also hier ist der Oberschalendeckel hier. Seht ihr, die parieren sich das dann halt alles super zu. Und dann schneiden sie das im Prinzip in Streifen und machen ihr Gemüse, allerdings Schnitzelfleisch natürlich. Wunderbar, ne? Ja. So dann, wie gesagt, hier ist, bei uns heißt es, beim Rind, beim Schwein gibt es das eigentlich nicht, die Blume. Und dann haben wir hier, nur mal zum Verständnis, also Oberschale. Hier haben wir, die heißt bei uns Semmelrolle, ist hier. Die Semmelrolle, das ist auch ein schönes Stück zum Braten, hier. Aha, ja, schön. Nudelrolle, Semmelrolle, so heißt das. Und jetzt haben wir hier unten ist es Frikando, heißt das bei euch auch, ja. Unterschale Frikando. Und hier ist die Hüfte und da ist die Nuss. Und wenn man jetzt hier die Hüfte einfach abschneiden würde,
dann hätte ich einen frontalen Fehler gemacht, weil ich habe der Tafelschwitz abgeschnitten. Weil der Tafelschwitz ist hier unten drin. Bis 4. Ja, also den muss ich jetzt noch so, schneiden wir das rüber. Genauso hier bei der Nuss. Wenn ich jetzt die Nuss hier runterschneiden würde, dann mache ich das Bürgermeisterstück drin. Weil das Bürgermeisterstück läuft von der Hüfte hier unten rein. Und jetzt müssen wir das, jetzt mache ich die Nudel weg und die Nuss weg. Und gucke aber, weil hier unten drin ist das Bürgermeisterstück drin. Ne? So, auch erstmal. Soweit können wir schneiden. Und da müssen wir hier vorsichtig anfangen. An der Naht entlang. Schaut, da ist das Bürgermeisterstück und das müssen wir jetzt hier ganz vorsichtig rausschneiden. So. Na? Und jetzt machen wir im Prinzip vom Frikando, schneiden wir auch vorsichtig. Und nämlich so seht ihr jetzt, da im Prinzip, das ist der Tafelspitz. Ja? Also auch beim Kalb reinbringt. Beim Schwein gibt es das ja rein theoretisch nicht. Ich schneide mir die Stücke immer weg und tue die auch schön im Sous-Vide-Becken Niedergarung machen und dann haue ich es auf den Grill und das mache ich rosa. Ne? Also das ist herrlich. Die Hüfte. Und wenn wir jetzt richtig hingehen, wir schneiden es ab, so, dann ist es verständlicher vielleicht auch, haben wir den Tafelspitz. Ne? Das Frikando, Tafelspitz. Und hier haben wir die Hüfte. Da können wir, das ist so ein Lappen. Und die Hüfte ist im Prinzip auch, beim Schwein ist es auch wieder ein bisschen schwierig, beim Rind ist es gut, ist unterteilt. Und zwar seht ihr es leicht. Ich habe hier einen Muskel, den könnte ich, da ist so eine Sehne drin, die muss man dann rausschneiden. Und wenn ich die Sehne rausmache, alles, dann habe ich fast wie so eine Nudel, so ein Stück Fleisch. Das sind die original amerikanischen Rump Steaks. Ja, da schneiden die raus, die sehen aus wie Filets und das sind die Rump Steaks. Und dann habe ich aber hier noch die andere, da kann ich auch natürlich stehen, Steaks machen, aber in unserer Hüfte, wir schneiden die so durch, weil da haben wir ein größeres Stück Fleisch. Und hier drin ist der Muskel des Onkel angewachsen. Ja. Oh, und das heißt ja die ganzen. Am Zwerchfell, ne? Ja, das Zwerchfell ist da. Okay. Und das ist im Prinzip, das kommt von hier bis nach vorne, wo die ganzen Innereien haltet. Ne? Ja. Und das ist ja das einzige Stück beim Rind. Schwein ist wieder komisch. Schwein hat zwei und beim Rind ist das einzige Stück, was es nur einmal gibt. Also es ist ja nur ein Nierenzapfen. Ein Schwein und ein Lamm haben zwei Nierenzapfen, also da ist der Muskel unterteilt. Und das kann man natürlich auch machen, gehört komischerweise zu Innereien. Warum auch immer, weil es ist ein reiner Muskel und ich meine, hast du schon wahrscheinlich gegessen. Ja, wir haben letztens uns gemacht. Das ist eine super, super tolle Sache. Es ist natürlich andere Struktur wie jetzt so ein Muskulatur. Manche sagen, es wird so ein bisschen lebrig schmecken, was ich überhaupt nicht finde. Es ist also eine ganz tolle Sache. So, ich bedanke mich jetzt für die erste Vorführung. Jetzt könnt ihr euch endlich aufwerfen.